Ich habe da gerade gar keine mehr. Okay, den könnten wir eigentlich, wenn wir ausgeräumt haben, wir gehen erstmal nach Hause ausräumen. Erstmal ein bisschen was ausräumen, ein bisschen zu voll gerade. So, es gibt jetzt noch einen Punkt, wo was mitkuscheln kann. Hä? Guck mal, ich würde das Essen umlagern. Und zwar hier rein. Und dafür die Flaschen rüber. So, wir packen es erstmal hier rein. Zwiebel, Knoblauch, Salz. Zwiebel, Knoblauch, Salz. Braten, das da rein, Roggenmehl da rein. Wobei das wahrscheinlich auch in die andere Kiste später der muss, machen wir dann, wenn es muss, ne? Bernstein, Lachsbraten kommt hier rein. Gerstenbrötchen. Trockenbrot. Und das packen wir rüber, die Flaschen. So. Gegengift, so. So. Ach so. Die da rein. So, wir haben hier Lachs. Wir haben da Lachs. Lachs. Rehfleisch. Geräucherter Lachs. Der kommt dahin. Käse. So, das ist Bernstein. Honigpresse da eigentlich. Ja, machen wir damit rein. So ein bisschen Essen und ein bisschen Werkzeug drin, beziehungsweise sowas. Aal. Kaninchenbraten. Apfel. Die kommen da auch raus. Das kommt noch raus, das kommt noch raus. Die Flaschen dahin, die gelben dahin. Wir können das ja mal gegen Schmuck, wir können das ja mal eintauschen hier. How are you doing? Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Das auch. Das auch. Oha, das gibt voll viel Geld.
Schade, dass du die Kisten nicht auch upgraden kannst. Upgraden. Reparaturding, der dahin. Bernstein bastelt, das kommt drüben hin. Das kommt drüben hin, das kommt drüben hin, das kommt nach drüben. Das bleibt hier zum Trinken, das kommt noch mit in die Essenskiste. Waffen kommt da vorne mit rein gleich. Ein Fertigkeitspunkt. Das kommt mit Essen, das kommt auch da hinten mit hin. Das auch. So, das. Salz. Die Werkzeuge machen wir hier hin. Dann haben wir den da. Der kommt da noch mit hin. Kisten kommen dahin. Die behalten wir. Die können wir aufrüsten. Der kommt damit hin. Apfelwein kommt mit in die andere. So passt das doch erstmal, würde ich sagen. Der kommt da rein. Wir haben jetzt auch ein gutes Geld bekommen, würde ich direkt mal ein Upgrade machen hier. Für 900. Den geht der da wieder rein mit. Sag mal, was war das da drüben? Farbe. Ich mache mal das Holz dahin. Irit, Irit. Lehm, das ist, das kommt da gleich wieder rein, das ist das Essen für die. Dein. Ja. Aber hatten wir da auch noch was? War hier jetzt auch noch was? Die müssen ja später sowieso alle da rein, ne? Dann können wir die direkt von da aus nehmen zum Bauen.
die denn nicht, oder? Ja, doch, man könnte den da hochsetzen. Okay, den einen kriegen wir da nicht rein. Oh, das ist auch echt viel, was ihr hier sammelt, ne? Refell. Jetzt haben wir aber keinen Platz mehr. Das ist scheiße. Okay, ich mach nochmal ein Upgrade. Ein Upgrade mache ich noch. Dann haben wir nämlich Platz, wenn was fertig ist, dass das da hinkommt. Guck mal, jetzt haben wir hier Kupfer. 11-mal. Sandstein 11-mal. Kräuterlinge, nee, den haben wir ja gar nicht. Ist kein Arbeiter zugewiesen. Jäger. Weisen wir zu. Angler. Weisen wir zu. Weisen wir zu. Wir können hier aber auch zwei zuweisen. Machen hier mal zwei. Drei ist zu viel, zwei ist okay. Ach so. Die Tapperhütte. Wir bräuchten noch einmal Hanfgewebe. Dann könnten wir die schon mal upgraden. Ist die Jägerhütte schon mal abgegradet? Achso, die sind noch dabei. Go, go, go! Danke. Stufe 2. Ausbilden. Erhöht die Reichweite der Vision des Vision-Effekts auf bis zu 90 Meter. Die Reichweite wirkt sich auf die Sichtbarkeit der Verfolgung und die Objekterkennung aus. So. Schmelzofen. Da bräuchten wir Kalkstein. Und die nächste Blaupause wäre denn Eisenbarren, Stahlbarren und Goldbarren. So, Schmied. Stufe 2. Das wäre denn als nächstes Eisenbeil, Eisenspitzhacke, Stahlaxt, Palladiumspitzhacke, Reparaturwerkzeug, Eisenschwert, Bastardschwert. Bastardschwert, robustes Schwert, Ornatschwert, Gruhe vom Meister, okay. Das wären denn da die Blaupausen. Da bräuchten wir aber erst Eisenbarren. Und dann haben wir hier die Alchemie. Da bräuchten wir Schwefel. Das können wir machen. Goldbarren kommen irgendwann. Und da kriegen wir den Mutterkrautbalsam raus. Energie 220. Mutterkrauttrank. Beinwelttrank, Wolfsbeerenbalsam und Palladium. Genau das brauchen wir ja, dieses Palladium, für die eine Pause da. Tilbold, mein Lieber, grüß dich! Genau dieses Palladium brauche ich. Und hier.
hier bräuchten wir Farbe und Eisen machen. Okay. Gerade mal Raucherpause. Sehr schön. Ich auch. Okay, warte mal. Was bräuchte ich für dieses Palladium? Und wofür brauchte ich das? Für Hirschleder, genau. Nee, da brauche ich Salz für. Aber Hirschleder brauchen wir für die Klamotten. Ich brauche auch Kalkstein, ja. Kalkstein wäre wichtig und Eisenbarren wären wichtig. Ich habe ja auch noch gar kein Eisen gefunden hier. Ich glaube, Eisen geht erst bei Stufe 3, ne? Also ich habe eine Spitzhacke von Stufe 2. Kann man noch verlängern? Ja, bis um 3:30 circa. Ja, auf 120 nicht. Guck mal, 120 wären ja noch 3 Stunden. Das wäre ja nach 4. Man muss die 1 Stunde Stromausfall mitberechnen. Circa. Uah. Die eine Stunde Stromausfall war dann nicht mit bei. Also ich habe ja so gegen 3:30 angefangen und gegen 3:30 wären 120 Stunden dann. Also man könnte theoretisch bis um 3:30 verlängern, ja. Hast du dich so gesessen? Ich habe quasi auch Handstand gemacht beim Schlafen, um eine andere Position zu haben. Foto kriegst du. So, wo gehe ich denn jetzt hin? Oder wir gehen in 21 Minuten ins Bett. Oder wir gehen in 21 Minuten ins Bett. Naja, ins Bett nicht. Ich fahre ja einkaufen. Ich zocke dann offline. Alter, okay, das wäre krank. Erstmal offline weiter zocken. Taverne. Hast gut durchgezogen, schon mal vorab. Denke nicht, dass ich beim Ende deines Streams dabei bin. Mach weiter so, AMK. Teebeutel, vielen lieben Dank für deine Worte. Danke, D-Punkt. Dankeschön. Ist das hier drin? Wie kann ich? Okay. Mhm. Thanks, Robin. Ach so, er sagt einfach nur Danke, okay. Oder natürlich, ich mach freiwillig bis 15:30. Chris sagt nein, nee, bitte nicht. Oder 19 Uhr, nein. Also das wird freiwillig. Es ist nicht so, dass er die Zeit gleich abläuft, dass ich
auf eine Sekunde genau sage, tschüss Leute, dankeschön. Ne? Aber freiwillig weitermachen immer so schwierig. Das habe ich schon so oft in anderen Streams gesehen. Da waren dann wirklich welche, die haben sich aufgeregt, ne? Und haben gesagt, ja, du machst jetzt freiwillig weiter. Da hätten wir auch nichts geben brauchen, wenn du doch eh so lange hier bist. Dann nutze ich das Vetorecht. Moment, welches Vetorecht? Also wenn man sagt so und so, ne, dann sollte man schon, ich sag mal so eine halbe Stunde, das ist doch in Ordnung. Das ist doch vollkommen noch im Rahmen. Aber alles andere schwierig. Wir gehen mal da hoch, weil da ist noch eine rote Flagge. Ich hätte mal speichern sollen. Drauf geschissen wäre so im Eimer. Also wenn es danach geht, könnte ich tatsächlich aktuell sagen, ich könnte noch mal genau die gleiche Zeit hier sitzen eigentlich. Also ich könnte tatsächlich noch mal 100 Stunden machen. Aktuell. Man weiß nicht, wie es in 20 Stunden aussehen würde. Ich weiß auch nicht, ob ich dann irgendwann auch Wasser in den Beinen kriege. Das wäre dann wirklich so der Punkt, wo man sagt, okay, man macht auch mal andere Sachen außer zocken und am PC sitzen. Jo, jetzt muss ich da rüber.